Hallo zu einer neuen Folge Mad Hunter oder auch ganz kurz und schmerzlos Bertha genannt. Ja, wir sind jetzt 5 Meter groß und oder lang. Und wir haben was Neues gekriegt. Ich weiß nur noch nicht, was das ist. Das nicht. Und das auch nicht. Oh. Nein. So. Schattenkörper und Knochenkörper. Ja, okay. Gut, das haben wir ja auch schon. Wir haben sogar zwei neue Sachen schon. Einmal Mineralverdauung. Mineralverdauung, ja. Diese Evolution erhöht die Menge an Mineralien und Gesundheit, die du beim Fressen erhältst. 10% Mineralien und 10% Gesundheit durch Futter. Adrenalindüse. Die Evolution erhöht deine Geschwindigkeit, wenn du schwer verletzt bist. Okay. Bei niedriger Gesundheit maximale Geschwindigkeit, Ausweichfähigkeit, Sprunggeschwindigkeit, Beschleunigung und Schwimmgeschwindigkeit. Finde ich das hier aber noch geiler. Mit mehr, ne? Achso, das kann ich sogar noch verbessern, ey. Proteinverdauung. So Nahre, brauche ich so Nahre? Aber ich kann noch keinen dritten hier machen, Level 35. Maximal Gesundheit wäre ja nicht verkehrt immer noch, ne? Auswählen. Ich guck mal, wir können ja sonst immer noch wieder was verbessern, würde ich sagen. Achso, das war. Okay, wir können immer noch was verbessern. Verbessern. Können wir noch. Können wir das. Ne, das können wir nicht verbessern. Das können wir noch verbessern. Okay, das können wir nicht mehr verbessern. Das können wir auch nicht mehr. Okay, wir sind bei 35%. Gesundheit? Ach, das ist auch Gesundheit. Ach, jetzt erhöht sich bei alles, was wir fressen, mehr Gesundheit. Vorher nicht. Okay. Proteine und Mineralien. Mineralien sind, glaube ich, blau und Proteine, glaube ich, waren. Weiß ich nicht mehr. Steht das hier? Weiß ich nicht. Nee. Schade. Aber das würde hier, glaube ich, stehen, ne? Der Tropfen ist fette, Proteine ist, glaube ich, rot. Mineralien, genau. Proteine, rot und Mineralien, blau. Also rot und blau, das ist auch gut. Obwohl eigentlich nicht so gut, aber naja. So, da haben wir uns ein bisschen wieder, ja, besser ausgerüstet und jetzt verfolgen wir das hier. Privates Projekt. Schlüsselfrequenz. Okay. Peter hat irgendein. Okay, das sehen wir dann gleich. Wenn wir da sind, ne? Gehen wir mal hin da. So. Wo müssen wir denn hin? Hä? Ach, hab ich gar nicht mehr ausgewählt oder was? So. Ich
Ich hab mal gewartet. Ich weiß gar nicht, muss man hoch oder muss man runter oder ist das egal? Egal, egal. Egal, egal. Okay. Eine Frequenz. Ich bin da mal weg, ne? Dauert lange? Ist aber komisch wieder, ne? Bei Einbruch der Dämmerung ist Pete überraschend entspannt. Das ist eine gefährliche Arbeit. Nichts Neues für mich. Aber ihr wollt was Gefährliches sehen? Seht mal da. Das ist PT-522. Mein Vater hat das von Guadalcanal. Er war bei der Marine im Pazifikkrieg. Das Boot fuhr mit 16 Mann aus und kam am Tag darauf mit 3 zurück. Er hat all das überlebt, nur um hier im Golf zu sterben. Was ist mit ihm? Der Junge mag es nicht, wenn ich das sage. Aber mein Vater, sein Opa, wurde von einem Megahai getötet. Tut mir leid. Ein prähistorischer Fisch, der vor 2,6 Millionen Jahren ausgestorben ist. Hab's gesehen. Du warst ein Kind! Entdecken Sie nicht die ganze Zeit neue Tiere? Irgendwie, naja, nicht wirklich. Oft sind es nur Artenverbesserungen mit anderen Namen. Und auch sowas wie falsch geschriebene... Junge, ich sage nur, dass es Dinge im Wasser gibt, die nicht in deinem Lehrbuch stehen. Bleib dran. Vielleicht lernst du diesen Sommer etwas. Wie auch immer. Der Ozean ist weit. Und ein Großteil wurde von der Menschheit immer noch nicht erforscht. Vielleicht sollte Kyle das fiebrige Geschwafel seines Vaters nicht so schnell abtun. Und damit haben wir recht. Das ist wirklich wahr. Ist es wirklich noch nicht mal? Silly Pete ist in der Nähe. Okay, heißt das, dass wir den jetzt hier weitermachen sollen? Wahrscheinlich, ne? Futterverdauung. Naja, wie sah der aus? Ist das der? Nö, okay. Okay, warte, nachdenken, da. Ja, dann. Ah, das stimmt, wir haben ja noch nicht mal alles erforscht. Hallo. Machen das mal für alles. Wie groß wir einfach sind, so. Der Hammer ist auch noch groß, aber ja. Okay, komm her. Oh, Größe Level 20. Ach, hier ist das, doch. Der hat mir die Hand genommen. Mach dich bereit, Junge. Bist du sicher, dass wir das waren? Jetzt geht's mit Schmackes ran. Komm schon, wir spielen doch einfach nur ein Spiel. Junge, auf dich habe ich gewartet, Hai. Seht euch diese Riesen. Dieses Weibchen ist ein gerissenes Monster. Muss mal eben ein bisschen hier. An die Tauchanzüge. Komm her. Schön, bitte. Rein und noch mal. Hallo. Wir brauchen Taucher. Oh, was hat er denn da? Ja. Spiel. Seht euch diese Riesenzahl an! Komm her, da! Komm schon, wir spielen doch einfach nur ein Spiel! Ja, wo ist denn dein Spiel hier? Brauchen Verstärkung!
trödelt jetzt nicht herum. Ja, natürlich, auf einmal versterben wir. Was soll denn da? Eine Explosion wird seine Aufmerksamkeit erregen. Hey, hör sofort damit auf! Oh! Was passiert jetzt? Errungenschaft habe ich gekriegt? Scaly Pete bleibt entschlossen. Wo ist sie? Ich weiß nicht. Groß genug, um dich zu prügeln, oder? Oh, wir sehen sogar wirklich so aus. Hat auch eine Rüstung geklappt. Kyle, leer die Kanne über ihr aus! Zum Teufel mit dir! Ey, das tut doch weh! Wir explodieren gleich! Verschwinde! Ja, ihr seid aber auch Helden, ey. Vergiss es, Junge! Es ist nur ein Dorf! Kyle! Kyle! Okay, wir leben noch. Verzeihung, was ist mit uns? Meine Rennen sehen doch gut aus. Die Überbleibsel des Boots taumeln und sinken dann langsam in Richtung Meeresgrund. Alter, ey. Bertha mochte das gar nicht. Der Hai ist nun im mittleren Alter und beginnt einen neuen Kampf gegen die systematische Altersdiskriminierung. Älteres Tier. Fähigkeits-Upgrade. Achso. Hatte ich die eben gar nicht angemacht wieder? Oder ausgemacht? Okay, egal. Fähigkeits-Upgrade. Spurtsprung, Luftsprung und Ausfall. Kapazität, okay. Wir sind immer noch 5 Meter, sind aber älteres Tier jetzt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt bei 5 Meter stehen bleiben. Wäre ja geil, wenn wir trotzdem noch wachsen werden. Ich glaube, wachsen tun wir immer nach Level ab, ne? Was haben wir denn jetzt gekriegt? Also. Okay. Fette. Also kriegen wir ja. Also sind Proteine das. Ne, ist rot. Ja, genau. Okay, und das ist jetzt Gesundheit durch Futter. Gesundheit durch Futter. Fette. Fette wäre ja eigentlich besser wie das andere, weil Fette können wir schneller. Ich weiß auch nicht. Wäre jetzt geil, wenn wir Level 35 wären und dass wir das hier freischalten, dann wäre das interessant. Aber so jetzt noch nicht so ganz. Massenwerte. Gesundheitserwartung ist auch schon fast oben. Okay. Wir können jetzt dadurch, weil wir sind jetzt älteres Tier. Wir können aber auch jetzt hier hin. Komm, wir gucken mal dahin, was wir da haben. Das ist aber auch ein bisschen groß. Der große Weiße. Okay. Aha. Robin. Aha, okay. Ne, wir schwimmen erstmal dahin. Oh, nee. Guten Tag. Mann. Boah, Alter. Sehen aber schon brutal aus, ey. Das muss ich aber schon sagen, Alter.
Boah, wie... Was hat er denn uns angetan, Alter? Wie sehen wir denn aus? Im Gesicht. Das ist doch nicht schön, sowas. Aber wir sind ganz schön breit geworden, ne? Mal so sieht, Alter. Junge, ey. Wir sind jetzt nicht nur größer, also ja, größer sind wir ja nicht geworden, aber wir sind breiter geworden, ne? Und dadurch auch halt größer, weil wegen breiter, ne? Wir füllen das Rohr fast aus. ja. Haben wir noch eine Kiste, Schutzkiste, siehst du? Hui. Aber ich habe keinen Sonar mehr, oder? B. Oh. Doch, haben wir noch. Achso, Sonar habe ich. Stimmt, Sonar hätte man auch wegnehmen können, aber das könnte man notfalls machen, wenn man jetzt gegen Bosse kämpft. Ne? Dass wir halt zwischendurch mit allen möglichen halt in der, also Leben wir kriegen. Ne? Was müssen wir denn machen? Oh, da. Beim Herumreisen werden wir ständig erinnert, wie die Einmischung des Menschen das fragile Gleichgewicht der Meereswelt durcheinander bringt. Ja, wo sind wir denn eigentlich? Da. Wir werden aber jetzt... 17 Minuten schon, okay. Dadurch? Wie geht's denn jetzt raus? Hä? Ja, ich hab hier so leicht die Orientierung verloren. Nicht, hier geht's raus, ne? Aber... Ui. Das sind aber viele Menschen. Aber wir sind ja... Heckflosse, was für eine Schwanzflosse wir haben. Dun, 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 dun. So, dann schwimmen wir nochmal eben... Auf, wo muss wir da hin? Nee, ist jetzt gar kein Ziel mehr. Was sind denn unsere Ziele? Der große weiße Weg. Okay. Erreiche Level 20. Man hätte das auch viel schneller schaffen können. Okay. Dum, 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 dum. Angesichts der Anzahl der Menschen, die den Strand besuchen, kann man durchaus davon ausgehen, dass ein wenig menschlicher Urin den Weg ins Meer findet. Ja, aber nur ein wenig. Fresse 15 Menschen. Machen wir das doch mal auf dem Weg, wa? Oh, wie wir mal aus dem Wasser so spielen, aber ist ja bereits aktiviert. Es ist eine Schande, dass sich Menschen und Haie so oft als Feinde gegenüberstehen. Find ich auch. Ich werde mal das hier klein machen. So, kann man ein paar Menschen oder so. Du.
Wir kommen wieder. Okay. Okay, noch zwei Stück. Einer. In Prosperity Sands gab es seit 629 Tagen keine Haiangriffe mehr. Dafür könnt ihr euch beim alten Pete bedanken. Sicherlich nicht bei Prosperity Sands. Aua! Komm doch nicht hoch! Leute, wir haben eben weißen Halbblatt gemacht. Lass uns das mal eben hier abbauen. Fritze 10 Robben. Besiege dein Schicksal. Besiege ihr Schicksal. Okay. Wo müssen wir da eigentlich hin? Wo müssen wir denn hier? Also das Gebiet ist schon ziemlich, wie soll ich sagen, gefährlich, ne? Aber wir können hier schnell ins in den Golf kommen. Okay, und jetzt kommen wir da so lang. So, eigentlich wollte ich ja sowieso dahin schwimmen. Die Jagd ist vorüber. Aber dies ist nur eine Verschnaufpause im ewigen Kräftemessen zwischen Mensch und Natur. Das stimmt. Der Hai, vom Appetit angetrieben, verfolgt sein einziges Ziel: zu fressen und sich zu entwickeln. So, ich glaube, das war hier richtig. Der Frieden in der Grotte ermöglicht dem Hai, die Welt mit größerer Zuversicht und Effektivität anzugehen. Was hat die da? Die hat sogar Splitter in drinne. Seht ihr das? Okay, wir sind ja 6,50 Meter. Okay, aber damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Und dann lasst doch mal einen Daumen da, einen Kommentar vielleicht, auch vielleicht ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Tschüss.